Somka stellt das vor, er kriegt die erste Urkunde, die anderen lauten, meine ich, gleich. Und das geht dann an Herrn Köllmann, das nächste geht an Herrn Pollex und Herr Münzberger, Herr Dr. Münzberger bekommt, leider nicht da. Ja, aber Sie nehmen die Urkunde für ihn. Ist er im Schnee stecken geblieben, war das ja, so? Das ist der Nürnberger Zug, also jetzt. Sie versuchen diese Dinge auch der Deutschen Bundesbahn zu vermitteln, nicht nur Daimler, dann läuft das alles besser. Herzlichen Glückwunsch. Herr Slomka, Sie kennen die Relativitätstheorie und die Zeitvorgabe. Genau. Es geht jetzt natürlich gleich sofort um Zeit. Das ist eigentlich genau das richtige Stichwort für mich. Und schauen wir uns doch einfach mal so ein typisch schwäbisches Produkt an. Wenn man ein bisschen Geld hinlegt, dann hat man heutzutage in so einem Fahrzeug so fast an die 100 Computer drin. Also da kann sich so ein Apollo-Raumschiff oder auch ein Space Shuttle richtig hinter verstecken, hinter dem Ding. Das Ganze hat nur ein Problem. Wenn man sich so ein typisches Produkt anguckt, was vielleicht noch nicht jeder hat, aber einige vielleicht schon haben, dann ist das ein System, auch ein schwäbisches Produkt, das Night Vision System von Bosch. Da hat man eine Infrarotkamera vorne drin und auf einem Display kann man sehen, wenn sich da Fußgänger auf der Straße befinden. Also unten sieht man, da sind Fußgänger. Oben, so wenn man aus der Windschutzscheibe schaut, sieht man nichts. Das Leidige ist, die Kamera hängt an einem anderen Computer als das Display und da ist so ein Computernetzwerk dazwischen. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist, was ist jetzt mit der Zeit? Genau das Stichwort. Also wann erscheint eigentlich der Fußgänger im Display? Also wenn man da irgendwie mit 180 die Landstraße entlang saust und es dauert 2 Minuten, bis der Fußgänger im Display erscheint, dann weiß man, ich habe jetzt jemanden überfahren. Schön. Und mit diesen Problemen beschäftigen wir uns in der Arbeitsgruppe. Also es geht jetzt darum, wenn man solche verteilten Computersysteme hat, noch bevor man sie baut, am besten bevor man überhaupt einen Lötkolben oder ein Programm in die Hand nimmt, vorauszusagen, das macht es auch in ein paar Millisekunden so, dass dieser arme Fußgänger eben nicht hier in die neue Chirurgie eingeliefert werden muss. Ich gehe jetzt mal auf das Unternehmen, die Incron. Und zwar hervorgegangen ist das aus einem Forschungsprojekt, das in einem DFG-Schwerpunktprogramm durchgeführt worden ist. Und der Herr Münzenberger, der Matthias Dörfel und ich, wir haben in Erlangen 3 Stellen gehabt in diesem Schwerpunktprogramm und dazu ganz eifrig geforscht. 2001 sind wir auf die Idee gekommen, weil wir irgendwie mit dem Dissertationenschreiben nicht so ganz ausgelastet waren, an so einem Businessplan-Wettbewerb mitzumachen. Und dort hatten wir von Leuten, die zu viel Geld haben, so viel Resonanz, dass wir dann 2003 die Incron gründen konnten, heraus aus diesen Forschungsergebnissen, die wir in Erlangen erreicht hatten. Worum ging es da? Wir haben so ein Produkt gebaut daraus. Da kann man jetzt solche Echtzeitsysteme, wie sie in diesem Fahrzeug eingesetzt werden, analysieren und zwar mit Hilfe einer Simulation. Kann man sagen, ha, ist langweilig. Das Wesentliche an dieser Simulation ist, im Gegensatz zu den herkömmlichen ereignisbasierten Simulationen, kann das mit verteilten Zeiten, da wären wir wieder beim Einstein, also es kann mit verteilten Uhren umgehen und somit eben so großartig verteilte Systeme sehr gut untersuchen. Und 2005 hat das dann sogar jemand gekauft, die Siemens VDO in Regensburg, die untersucht damit das Zeitverhalten von Motorsteuergeräten. Inzwischen, Zeit vergeht, heißt die nicht mehr Siemens, sondern Continental. Und dann ist man da mit ein paar Leuten am Arbeiten und merkt, naja, irgendwas muss da passieren. 2006 ist dann Hasso Plattner Ventures eingestiegen, also noch jemand mit zu viel Geld. Hat investiert. Ziel war es da, den Vertrieb aufzubauen und man kann das jetzt auch sehen, das Geld ist angelegt worden. Es gibt jetzt neben den Informatikern auch einen Betriebswirt, der sich quasi um die geschäftlichen Belange kümmert und der hat auch eine ganze Menge bewegt, denn seit letztem Jahr
ist die Incron Reseller von, beziehungsweise das IBM Reseller von Incron. Das heißt, die Incron-Produkte, die sind komplett in dem Katalog von IBM. Also nach außen sieht das so aus, als wenn Sie bei IBM kaufen. Und in den USA und in China laufen IBM-Leute rum und bringen diese Produkte an den Mann, so wie sie IBM-Produkte an den Mann bringen. Und das ist natürlich für ein kleines Unternehmen ein ziemlicher Sprung in der Wirkung. Inzwischen ist aus diesem einen Kunden auch eigentlich das Who is Who der Automobilindustrie geworden. Logisch, die Aktivitäten waren in Deutschland. In Deutschland ist die Automobilindustrie sehr stark, aber man sieht auch EADS und Alcatel-Lucent, also auch andere Branchen sind da vertreten mittlerweile. Kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Problem. Wann also erscheint dieser Fußgänger im Display? Wir haben hier jetzt das Problem, wir haben so ein Steuergerät, so nennt man die Computer im Auto, die ECU 7 und die ECU 11 und irgendwie muss über so ein Computernetzwerk eine Nachricht übertragen werden. Und jeder weiß es, beim Internet kann das manchmal ein bisschen länger dauern. Hier will man das natürlich vermeiden und hier möchte man aber auch voraussagen, wie das passiert. Analyseverfahren, die sowas machen, haben ein Problem. Die haben meist eine recht einfache Formel, aber wenn man da Werte einsetzt, kann es einem bei schlecht gewählten Werten oder bei typisch praxisrelevanten Werten passieren, dass der Computer für 3 Millionen Jahre abtaucht und an diesem Problem rechnet. Man kann sich das jetzt angucken. Die Lucy, die ist etwa 3 Millionen Jahre alt und die hat sich ziemlich gut gehalten für einen Australopithecus afarensis, von denen gibt es nicht mehr so viele. Also man kann jetzt sehen, wenn man 3 Millionen Jahre auf dieses Rechenergebnis warten möchte, dann kann man Glück haben, wenn man so aussieht. Zu der Zeit gab es noch keinen Homo sapiens, sehr interessant. Herr Carsten Albers hat hier in Ulm eine Dissertation angefertigt und hat dieses Problem gelöst mit Hilfe einer approximativen Analyse. Also man kann jetzt sehen, der normale Test, das ist die gelbe Linie und die Approximation ist die rote. Und bevor jemand sagt, ist ja gar nicht schwierig, möge er sich erinnern, das ist eine logarithmische Skala. Also man kann jetzt schon sehen, was der Effekt ist. Und die Idee jetzt dahinter ist, kurze Analysezeiten bedeuten einsetzbar, in der Praxis einsetzbar. Und nicht nur als akademisches Spiel. Es gibt noch ein weiteres Problem. Wenn man sich jetzt diesen Steuerrechner anguckt, dann führt der Programme aus und es gibt jetzt diese Aufgaben, also jeder dieser Kreise bedeutet, das ist ein Programm und die sollen gleichzeitig ausgeführt werden. Und diese klassische Analyse, die geht vor, alles ist synchron, alles ist gleichzeitig, weil das ist nämlich der schlimmste Fall, der eintreten kann. In der Wirklichkeit ist das aber oft gar nicht so schlimm, wie die Analyse es annimmt, dass es schlimm ist. Nehmen wir mal an, da wäre ein Motor und ich greife jede Phase einzeln ab, dann sind die Ereignisse eigentlich phasenverschoben gegeneinander und das Problem ist jetzt von der Last des Prozessors nicht mehr so schlimm, von der Analyse natürlich dafür umso viel schlimmer, weil ich nicht mehr alles gleichzeitig annehme. Und Herr Kollmann hat jetzt im Dezember seine Arbeit abgegeben, die ist gerade in der Begutachtung, beziehungsweise die Begutachtung ist schon fertig, die ist gerade in der Auslage und wir hoffen, das im Februar noch zu Ende zu bringen. Der hat jetzt eine kontextabhängige Analyse gemacht, die quasi solche Effekte mit berücksichtigen lässt und damit eine bessere Analyse ermöglicht. Also wir haben jetzt quasi zwei Dissertationen und der Viktor, der hat in diesem Projekt auch mitgearbeitet, der ist nur leider noch nicht so weit, als dass man hier auch so ein schönes Bildchen hinhängen kann, aber er soll nicht unerwähnt bleiben. So, dieses Verfahren der kontextabhängigen Analyse, das haben wir zusammen mit der Incron patentiert und das fließt jetzt quasi auch in die Produkte der Incron ein. Wir haben zu der Echtzeitanalyse von dem Carsten Albers mit der Incron zusammen ein Drittmittelprojekt gemacht. Also da hat die Incron der Universität Ulm Geld gezahlt, dass wir helfen, dieses Problem oder dieses Forschungsergebnis in ein Produkt zu überführen. Und das hat der Carsten Albers noch gemacht. Er hat einfach bei der Incron angefangen und hat ein Produkt aus seiner Dissertation gemacht. Das sieht jetzt so aus. Und da ist dann auch der Matthias Dörfel sofort im Spiel, weil das ist nämlich der Entwicklungsleiter. Der kümmert sich um die gesamte Softwareentwicklung bei der Incron. Also wir haben jetzt quasi etwas von der Forschung zum Produkt. Geht aber noch weiter. Irgendwie fand das Daimler ganz spannend. Als Kunde von Incron haben die gesagt, ja, das ist ja ein ganz tolles Thema.
Und die haben jetzt angefangen, dieses Night Vision System mal wirklich damit zu untersuchen. Und da gab es jetzt einen Vergleich zwischen Simulation und Analyse. Und man kann jetzt an diesem Vergleich zum Beispiel erkennen, wo die Simulation nicht den Fall findet, der vielleicht wirklich relevant ist. Das sind nämlich die ganzen Zacken, die nach unten gehen. An der Stelle hat man mit der Simulation ein Problem. Also was jetzt die Idee ist, man kann jetzt Simulation und man kann Analyse kombinieren. Das Ganze wurde publiziert, fand dann in entsprechender wissenschaftlicher Community Resonanz. Es gab ein weiteres Paper in Kooperation mit der Universität von York. Und das ist jetzt wieder richtige Grundlagenforschung gewesen und für dieses Paper gab es sogar einen Best Paper Award in Porto. Das heißt, wir haben jetzt also so richtig schön den Kreis schließen können von Grundlagenforschung an der Universität Ulm mit Dissertationen über ein Patent hin zu einem Produkt, was sich daraus ergibt, dann einer Anwendung bei den typischen Kunden der Incron und das wieder aus der Anwendung heraus eine Grundlagenforschung zusammen mit einer Uni. Vielen Dank.